Moin, Mortalo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ätna bricht aus. Wir haben in der letzten Folge haben wir die Medaille endlich gewonnen. Ist Zorgebecher jetzt unser unter Tenia Hallo, Tina? Droggy. Droggelbecher. Na gut, dann halt Droggelbecher. Droggelbecher. Ah, er ist so süß, wenn er wütend ist. Ändert sich nichts dran, aber wir müssen hier weg. Wir wollen ja jetzt mit dem der Tonmasse einen Abdruck vom Schlüssel machen und dann das Gold schmelzen. Und das dann in die einen Abdruck reinmachen. Da kommt der nächste Ausgang. Nee. Den wollen wir aber noch nicht. Nächster. Und los geht's. Und weiter geht's. Dum, 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 dum. Dum. Und dann. Da kommt der nächste Ausgang. Den nehmen wir. Und runter hier. Und der Mantel ist immer noch. In der Waschmaschine. Ich weiß nicht, wie lange der. Wie schmutzig der sich fühlt, aber naja. Lassen wir ihn mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier raus. Und dann geht's weiter hier raus. Wir müssen ja schließlich nach ganz oben. Was hier? Nein. Was hier? Und dann Treppe hoch. Und nochmal Treppe hoch. Und nochmal Treppe hoch. Und dann müsste der doch hoffentlich immer noch auf dem Klo sitzen. Die Blase ist immer noch nicht leer, ne? Und jetzt? Nein, die Medaille. Nicht die Medaille. Jetzt habe ich den Nein. Kein Abdruck von der Medaille. Wir würden Abdruck vom Schlüssel haben. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Ja. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ja. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Denn da draußen los? Könnt ihr jetzt einigen, wer... Und du bist Inspektor Clouseau. Okay. Gemacht. Alles klar. Dann haben wir den Abdruck, ne? Und dann müssen wir... wohl wieder runter. Der Bruder... Dum, 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 dum. Runter. Und runter. Trepp ab. Trepp ab. Und. Ja. Da kommen wir her, ne? Da kommen wir her. Da müssen wir hin. Bam. Dum, 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 dum. Bam. Ja, wir müssen nach unten zur Heizung. Und überlegen, ob das überhaupt da war, aber es war doch da unten, ne? Bau. Dum, dum, dum. Bau. Bau. Und jetzt haben wir doch den Heizofen. Können wir. Ach, der Topf ist schon drin, oder was? Nee, der Topf ist da. Okay. Medaille in den Topf. Okay. Okay, Medaille in den Topf mit Heizofen. Schmilzt, schmilzt, schmilzt. Und dann können wir benutze. Au, hat Mist. Topflappen mit Was soll Topf. Klappen? Du hast ihn eingesteckt, ne? Den heißen Topf. Klar. Oh je.
Die Form muss ja erst noch gebrannt werden. Eieiei, und das Gold ist schon geschmolzen. Na dann mal los, Edna. Was? Die Form muss noch gebrannt werden. Schnell. Dann mal los. Au, halt mich. Ach, komm. Schau dich nicht so an. Das sollte klappen. Weil er es anfassen kann, ne? Okay. Okay. Dampfende Form. Und nu? Geil, die mit der... Der Schlüssel ist immer noch flüssig. Er muss wohl weiter abkühlen. Das dauert ja ewig. Vielleicht finden wir einen Weg, den Prozess zu beschleunigen. Wasser vielleicht? 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 In der Küche? Hoch. Hoch mit dir. Nein, Treppe. Diese Treppe hier ist, wenn, also die, also, geht gar nicht. Küche. Ich meine, wie lange dampft denn sowas? Das kann doch nicht allzu lange sein, dass das mal abkühlt irgendwie bei normaler Temperatur, oder? Okay. Ich sag, cool, das Wasser hat das flüssige Gold abgekühlt. Immer nur noch okay. Macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Kann ich jetzt das... Damit sollte ich den Schlüssel frei bekommen. Tatsächlich. Mit der Gabel. Yippie! Die Gabel hat einen Sinn. Ich habe es geschafft. Mein eigener Generalschlüssel. Ist das nicht cool? Und müssen wir jetzt hier raus? Oder wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir hier raus? Gehen wir hier raus? Ja. Raus hier. Weg, lauf. Ich bin endlich frei. Yippie. Dann lass uns in den Zoo. Das ja. Geht nicht, Harf. Ich muss die Beweise finden, die meinen Vater entlasten. Im Zoo? Dann hoffe ich, die Informationen sind innerhalb dieser hohen Mauern da. Was? Mist. Mist. Gleichzeitig? Oh oh, Marcel. Heißt das? Was ist los? Warum wird nicht gegessen? Herr Doktor, es gibt Probleme. Holger und Stiesel werden vermisst. Da. Das eine Problem habe ich gerade gelöst. Herr Doktor, eine Katastrophe. Edna ist ausgebrochen. Was? Stiesel. Stiesel. Wie oft sind uns schon Patienten aus ihren Zellen entwischt? Sie meinen am Tag? So drei im Durchschnitt. Und wie viele davon sind über die Mauern entkommen? Naja, keiner. Keiner? Richtig. Der einzige Weg rein oder raus ist durch das Haupttor. Und selbst wenn sie einen Weg findet, das Tor zu öffnen... Ohne Transportmittel kommt sie keinen Kilometer weit. Sie ist noch irgendwo auf dem Gelände. Durchsucht die Stockwerke einzeln und führt endlich die Patienten zum Essen. Okay. Haben wir hier auf jeden Fall einen... Was? Ansehen. Generalschlüssel? Das ist irgendwie ernüchternd. Ich wünschte, ich hätte diese Tonne niemals geöffnet. Wo ist denn da Generalschlüssel drin? So einen hab ich schon. Warum ist denn da ein Generalschlüssel im Mülleimer? Was ist denn... Was? Noch einer drin, oder was? Das sind zwei... Das ist doch wohl die größte Verarschung überhaupt. Da liegen hinter dieser Tür in den Mülltonnen jeweils ein Generalschlüssel. Warum? Warum? Geh mal in die Garage. Was finde ich denn hier Schönes? Ein Starthilfekabel? Nehme ich mit.
Meins. Ein Schraubenschlüssel nehme ich auch mit. Klar, wenn ich sowas finde. Eine Lackdose nehme ich mit. Die sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Was? Sicher? Autotür benutzen. Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? Im Generalschlüssel. Im Schraubenschlüssel. Wieso om? Edna, was machst du da? Psst. Ich stelle mir vor, die Tür sei eine Schraube, die ich einfach aufdrehen kann. Entschuldigung. Ach ja. Ist ja gut. Kannst du mit dem Schlüssel die Fenster einschlagen? Geht auch. Das ist kein Autoschlüssel. Aber man kann das doch irgendwie... Ich werde diese Tür zerschlagen. Ich werde... Tu es nicht. Es gibt immer eine kompliziertere Lösung. Und die muss ich finden, ne? Dankeschön. Schauen wir mal das Fenster an. Es ist einen Spalt weit offen. Kann ich nicht den Bügel irgendwie verdrehen, dass ich da reinkomme? Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Was ist passiert? Nichts? Oder ist sie jetzt... Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Och, Edna. So weit gekommen. Ich sollte mir Hilfe holen. Mach's doch alleine. Zieh's doch einfach durch. Limousine? Da ist auf jeden Fall ein Ersatzreifen. Oh oh. Huch. Wer war das? Auf jeden Fall lag da noch, ich gesehen habe, Kaugummi. Rennt wieder zurück. Kaugummi? Ah, das ist das Kaugummi, was ich rausgespuckt habe, ne? Und raus... Ja. Lecker. Scheinwerfer nehmen. Okay. Ich werde erstmal nichts nehmen da. Oh oh. Lauf, Edna, lauf. Wiu. Wer war das? Tja, das wirst du nie erfahren. Gehe ums Haus. Fenster ansehen. Das ist der Gruppentherapieraum. Die Gruppe ist fort. Und ich dachte immer, Programmierer essen nicht. Den kennen wir ja schon. Der Zen-Garten. Was möchte man mir denn damit sagen? Man weiß es nicht. Das. Okay. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall ein Wachturm, das ist natürlich nicht so schön. Rede mit Vorgetränke. Nein, daneben. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Anscheinend. Cheep, cheep. Und dann kann ich die benutzen. Cheep! Du bist schon ein komischer Vogel, Edna. Okay. Und zum Garten eine Hake und eine Mauer. Die Hake nehme ich mit. Tatsächlich. Komi, das einmal angelutscht wurde. Und die Hake. Wofür das alles? Wofür? Kann ich nicht mit der Hake hier mich hochhangeln, na gut, irgendwie? Dann stelle ich sie halt wieder zurück. Nein, hat keiner gesagt. Keiner hat gesagt, stell die Hake wieder zurück.
Hallo? Geht's denn noch? Gut, dass ich diese Schraube festgezogen habe. Die war ganz lose. Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Was? Was auch immer. Naja. Das Kaugummi darf ruhig roh sein. Warum? Das ist ja auch viel gesünder. Ja, klar. Naja, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal die Mauer an. Das ist der erklärte Etappenfeind. Ja, würde ich auch sagen. Sind wir doch mal ein Stück weiter gekommen. Bei Edna bricht aus. Sind jetzt gerade draußen, aber wir müssen halt noch weiter raus. Und was uns der Sendengarten da sagen will, das weiß ich noch nicht so recht. Also, in der nächsten Folge wieder von Edna bricht aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Also bis denn. Tschüss.